Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Ottobeuren auf unserer Freiluftausstellung. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuschauen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute sehen Sie es schon, heute widmen wir uns einem Gartenpavillon. Hier ist es unser Gartenpavillon Palermo, der auf unserem Ausstellungsgelände jetzt eine Größe hat von 3,20 Meter. Wenn wir 3,20 Meter sagen, dann meinen wir Spitze auf Spitze, das heißt die Außenspitzen des Pavillons. Und der Pavillon hat jetzt hier insgesamt 6 Ecken. 6 Ecken passt einfach bei 3,20 Meter sehr gut. Wenn sie größer werden, dann könnte man ein Achteck-Pavillon nehmen. Und wenn sie jetzt hier bei 3,20 Meter ein Achteck-Pavillon auswählen würden, dann würde er sehr rund wirken. Der Pavillon ist jetzt hier weiß gestrichen. Wir haben hier 2 Wandelemente, 3 Fenster und in der Front die große Glastüre. Wir haben hier diese hochwertigen Segmentbögen, die aufgesetzten Segmentbögen. Wir haben hier Sprossen, das können Sie aber alles individuell wählen, ob Sie es möchten und wie Sie es möchten. Und wir haben hier, wenn Sie hochschauen, ein geschwungenes Dach. Dieses geschwungene Dach ist jetzt, da sind die Sparren nicht einfach ausgesägt, sondern diese Sparren sind wirklich richtig geschwungen, sodass es natürlich auch passt. Und in da oben haben wir jetzt eine Spitze, eine Kugel, eine Titanzienkugel mit einer Spitze. Außen haben Sie jetzt hier nochmal diese Sockelverblechung, die hier jetzt auch in Titanzink ist, können Sie auch optional bekommen. Und wir haben hier sehr, sehr hochwertige Glastüren mit der Isolierverglasung, das heißt bei uns im Regelfall nehmen wir 1:1 Verglasung, Sie könnten aber 0:8 Verglasung haben, dann hätten wir Dreifachverglasung und das sind richtige Türen, richtige Fenster und richtige Türelemente, die auch im Wohnhaus verbaut werden, also das sind wirklich sehr, sehr massive Türen und wir können diese Türen dann feststellen. Das bekommen Sie natürlich auch, wenn Sie es möchten. Die Variante, dass Sie die Türen feststellen können und Sie können natürlich auch die andere Seite öffnen. Es ist ein sehr hochwertiger Gartenpavillon. Wir haben hier jetzt uns entschlossen, eine komplett isolierte Variante Ihnen anzubieten. Das heißt, auf unserem Ausstellungsgelände zu zeigen. Das heißt, wir haben hier einen Fußboden, der isoliert ist. Wir haben hier natürlich die 1:1 Isolierverglasung, haben Sie aber immer. Wir haben hier eine Wandisolierung und wir haben hier Dachisolierung. Die Dachisolierung ist auch ganz wichtig im Sommer gegen die Hitze, weil wenn Sie im Sommer die Sonne von ganz oben haben und die quasi direkt auf dieses anthrazite Dach runterscheint, dann könnte Ihnen der Gartenpavillon sonst sehr aufheizen. Deswegen ist so eine Dachisolierung immer sehr wichtig. Wir haben jetzt hier Bitumenschindel, sehr hochwertige Bitumenschindel, die Sie jetzt auch in den Baumarkt bekommen. Die verteeren sich untereinander, haben eine Glasfließeinlage und sind wirklich sehr langlebig. Diese Bitumenschindel können Sie in Anthrazit haben oder auch in Rot. Sie gibt es aber auch in anderen Farben. Also wenn Ihnen Anthrazit oder Rot nicht fällt, dann können wir auch eine andere Farbe machen. Wir haben auch schon Gartenpavillon mit einem grünen Dach gemacht. Also mit einem grünen Bitumenschindeldach. Und da sehen Sie dann hier die Dachrinne aus Titanzink, eine Kastendachrinne, die hier vom Spengler wirklich in Handarbeit gefertigt wird. Und hinten haben wir 2 Abläufe, sodass Ihnen das Wasser auch sauber abläuft und nicht gegen Ihren hochwertigen Pavillon plätschert. Sie haben ja gesehen in der Front, die Fenster haben keine Brüstung, an der Seite haben wir aber Brüstungen. Diese Brüstungen können Sie auswählen, ob Sie es möchten oder nicht. Wir haben es jetzt deswegen gemacht, weil wir natürlich innen eine Eckbank haben und da macht sich diese Brüstung sehr gut, weil sonst würden Sie ja direkt auf die Eckbank schauen. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, sehen Sie ja auch nochmal die Brüstungen und oben die Verglasungen. Wir haben jetzt hier Kippoberlichter drin, also Oberlichter, die Sie kippen können. Das zeige ich Ihnen nachher in der Funktion. Und da sehen Sie auch schon die sehr hochwertige Dachrinne, die Kastendachrinne und das Dach. Sehr hochwertiges Bitumenschindeldach. Wie gesagt, kriegen Sie in verschiedenen Farben. Und oben haben Sie noch die Spitze in Titanzink. Hinten sehen Sie die Wände. Und was wir hier speziell gemacht haben bei den Wänden, das sehen Sie, dass wir hier Nuten eingefräst haben, damit der Pavillon etwas schlanker wirkt. Haben wir hier Nuten eingefräst. Können Sie aber natürlich auch, können Sie senkrecht haben, waagrecht, oder Sie können ganz drauf verzichten. Wir haben jetzt hier eine Eckbank mit 3 Hockern und einem Tisch aus Ahorn, also mit der Ahornplatte. Das bekommen Sie natürlich auch optional. Sie haben jetzt hier Polster, Sitzpolster. Die Farbe wählen Sie sich aus, wie Sie es möchten. Das können Sie sich selbst dann aussuchen. Da sehen Sie die Wand und bei den Lampen ist es so, dass wir natürlich
keine Elektroleitungen auf der Wand haben, sondern das läuft ihnen hier immer in der Wand, so, weil es wird einfach vom Ambiente her nicht passen, wenn sie jetzt hier Elektroleitungen haben. Deswegen machen wir immer diese Elektroleitungen in der Wand, sodass sie es nicht sehen. Und wenn wir jetzt hier auf das Dach schwenken, dann sehen Sie nun diese dieses sehr massive Dachgebälk, das wie gesagt hier geschwungen ist. Geht natürlich auch gerade, aber wenn Sie so einen verspielten Pavillon möchten, dann ist es geschwungen. Und Sie sehen hier schon, wie ich messe mal nach, Sie sehen hier schon, diese Balken haben hier gut 15 cm. Das ist hier auch immer verleimtes Holz. Das heißt, damit haben wir eine sehr, sehr hohe Formstabilität und eine Rissminimierung. Und es ist wirklich ein sehr massives Gebäck. Und dann zeige ich Ihnen jetzt gerade mal die Kipp-Oberlichter. Hier haben Sie jetzt zwei. Sehen Sie hier zwei? Diese Kipp-Oberlichter sind, wie gesagt, optional. Können Sie natürlich auch ein normales Drehkippfenster bekommen oder Sie können natürlich auch eine normale Festverglasung bekommen, wie Sie es möchten, was Ihnen Ihr Wunsch entspricht. Und hier können wir jetzt hier diese Kipp-Oberlichter kippen und die sind dann auch gegenüberliegend, sodass Sie auch sauber durchlüften können. Oder Sie machen hier einfach eine Drehkippverglasung rein oder nur eine Kippverglasung. Drehkipp wäre ein bisschen schlecht, weil Ihnen das ja dann in die Wand rein, nicht in die Wand, sondern in die Eckbank reinläuft. Deswegen haben wir jetzt hier Kipp-Oberlicht. Aber hier könnte man auf der Seite durchaus vielleicht eine Drehkippverglasung vorsehen. Und auch hier sehen Sie dieses massive Gebälk, das wir hier haben. Wie gesagt, immer Leimholz. Hier auch dieses massive Gebäck, immer verleimtes Holz, sodass es hier wirklich Ihnen auch unter schwersten Bedingungen haben Sie hier immer einen Gartenpavillon, der Ihnen ein Leben lang Freude bereitet und den Sie gerne nutzen. Das ist unser Ziel. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Einblicke bekommen in unseren Gartenpavillon. Wenn Sie ihn mal live sehen möchten, schauen Sie auf unser Ausstellungsgelände. Hier haben wir verschiedene Gartenpavillons in der Größe von 3 Meter bis 4,20 Meter. Es lohnt sich wirklich, weil dann sehen Sie mal, kriegen Sie mal ein Raumgefühl. Wie könnte so ein Gartenpavillon, welche Größe brauche ich? Wie könnte so ein Gartenpavillon denn ausschauen? Dann bekommen Sie so ein Raumgefühl. Schauen Sie auf unser Ausstellungsgelände. Wir beraten Sie natürlich auch gerne bei Ihnen vor Ort, aber unser Ausstellungsgelände rentiert sich wirklich, weil Sie einfach da verschiedene Größen, die hochwertige Verarbeitung mal sehen. Wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, nutzen Sie einfach unten unsere Kommentarfunktion oder schicken Sie uns eine E-Mail an youtube@hummel-blockhaus.de. Ich freue mich sehr über Ihre Kommentare. Was können wir besser machen? Wo müssen wir uns verändern? Wo sollten wir nur darauf achten? Schicken Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren oder schauen Sie öfter mal wieder vorbei. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder beim nächsten Mal zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns treu. Auf Wiedersehen.